Escolar. Gleich mit seinem ersten Zuchtwert von 169 stürmte Escolar an die Spitze der FN-Zuchtwertschätzung. Zu verdanken hat er diesen Durchmarsch seinen eigenen Erfolgen, angefangen bei Doppelgold bei den Reitpferde-Bundeschampionaten und nun unter Hubertus Schmidt Silber beim Burgpokal-Finale, wobei ihn die Zuschauer in der restlos ausverkauften Frankfurter Festhalle klar auf Platz 1 sahen. Auch den Erfolgen seiner Nachkommen, die in selten so demonstrierter Geschlossenheit das Viereckgeschehen dominierten. Allen voran der Bundes- und Westfalen-Champion Eternity, die Bundeschampionats- und Westfalen-Championats-Dritte sowie Auktionsspitze Eileen, die Bundeschampionats-Finalistin Evita, die Vize-Westfalen-Championess und Reservesiegerstute Estelle und der Westfalen-Championats-Fünfte Escomark, um hier nur einige wenige zu nennen. Die Zahl der gekürten Söhne des Escolar erhöhte sich auf über 10, darunter der westfälische Reservesieger, Prämienhengste und Hengstleistungsprüfungssieger. Die Fohlen des Escolar gehören zu den begehrtesten auf den Auktionen. Escolars Vater ist der ebenfalls bei uns stationierte nordrhein-westfälische Siegerhengst und bis Grand Prix erfolgreiche Estobar NRW. Die Mutter, Staatsprämienstute Farhadina L., brachte noch als Vollgeschwister den gekürten und bis Prix Saint-Georges erfolgreichen Escorial und die Staatsprämienstute Gut Neuenhofs Edina sowie als Halbschwester die Reservesiegerin Dilara.